So, wir kommen jetzt zu Jeanette Klemmt. Sie ist die Tierärztin für Arme. Das bedeutet Hartz-IV-Empfänger oder Obdachlose, also alle, die sich eine Behandlung ihres Tieres nicht leisten können, die kommen in die mobile Tierarztpraxis Hundedoc. Mit ihrem umgebauten Krankenwagen fährt sie Berlins Brennpunkte an und dann kümmert sie sich nicht nur um die Vierbeiner, sondern auch ist die Seelsorgerin für Herrchen und für Frauchen. Sie ist unermüdlich im Einsatz. Was passiert jetzt? Ist nichts. Okay. Nur, dass ich mich darauf vorbereiten muss, dass der Hund eventuell gleich ein bisschen sich übergibt. Bei ihr geht es nicht nur um die Tiere, sondern auch um die Menschen. So, Sambo, komm jetzt rein, du Pflaume. Du bist viel zu spät. Was sagt man da, wenn man zu spät kommt? Es tut mir leid. Ich bin da schon sehr dankbar, dass es sie gibt. Sie kümmert sich um die Tiere derer, die es sich oft nicht leisten können, eine notwendige Behandlung zu bezahlen. Jeanette Klemmt ist die Tierärztin für Arme. Kein Arbeitstag ist wie der andere für die 50-Jährige. Viermal wöchentlich ist sie mit ihrer fahrenden Praxis Hundedoc in Berlin unterwegs. Hi. Eigentlich wollen sich die Halter von niemandem helfen lassen. Und doch sind sie auf Hilfe angewiesen. Und über die Tiere findet Jeanette Klemmt auch Zugang zu den Menschen. Erster Einsatz heute, Augen-OP bei Hund Emma. Das Augenlid ist chronisch entzündet. Besitzerin Annemarie ist gelernte Kauffrau für Marketing. Früher hat sie in der Werbebranche gearbeitet, heute lebt sie in einer Notunterkunft. Ich war 15 Jahre meines Lebens stark alkohol- und drogenabhängig. Und ich leide an einer Persönlichkeitsstörung und hat mich letzten Endes über viele Umwege dann in diese Situation gebracht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mir die Straße tatsächlich dabei geholfen hat, clean zu werden. Auch dank meines tollen Hundes, die meine beste Freundin ist. Viel kann sich Annemarie nicht leisten. Sie lebt von nur 400 Euro Hartz IV. Viel Geld zum Leben brauche ich nicht. Das ist ein sehr befreiendes Gefühl, das zu wissen tatsächlich. Es gibt einem irgendwie auch ein Freiheitsgefühl. 15 Jahre lang alkohol- und drogenabhängig. Ihren Humor hat sie nicht verloren. Hund Emma wird in Narkose gelegt. Muss ich dir mehr geben? Das kann natürlich sein. Ich habe jetzt ganz wenig gegeben, weil eigentlich bin ich ganz schnell fertig und ich wollte ihr nicht. Na, so die viel. Braucht bestimmt mehr. Wie das Frauchen, so das Frauchen. Das Projekt Hundedoc wird durch Spenden finanziert. Auch das Gehalt der Tierärztin. Ohne die Unterstützung ihrer Familie würde sie davon nicht leben können. Die Schicksale der Tierhalter ohne Geld gehen der 50-Jährigen oft nahe. Ich kann schon verstehen, warum die Leute, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können, dann doch diesem Gefühl, diesem starken Gefühl nachgeben. Und wenn man dem Tier nicht gerecht werden kann, dann ist das wirklich Stress für die Seele. Und wenn ich ihnen halt diesen Stress nehmen kann, in ihrer eh schon bescheidenen Lebenssituation, dann habe ich eben einen Teil dazu beigetragen. Und das macht mir persönlich extrem viel Freude. So, Niki, dann komm mal rein. Hallo, Laia. Oh, die hat zugenommen. Hartz-IV-Empfängerin Niki und Hund Laia besuchen regelmäßig die mobile Tiersprechstunde. Kann alles sein, muss aber nicht. Mhm. Glauben gehört in die Kirche, hier zählt nur Wissen, also eine Blutentnahme wäre auf jeden Fall angezeigt. Die Blutanalyse im Labor verursacht Extrakosten. Das Screening ist 38. Ich habe ein bisschen was bei, aber nicht so viel. Wir werden jetzt dann Anfang des Monats eine Blutabnahme machen, wenn ich dann das Geld dafür habe. Auch wenn die Blutuntersuchung heute noch nicht möglich ist, war der Besuch für Niki ein Gewinn. Jenny ist eine sehr, sehr große Bereicherung für Menschen, die am Rande der Gesellschaft quasi leben und schon genug mit Anfeindungen zu tun haben. Die haben genug Probleme und das ist sehr, sehr schön, dass Jenny sich kümmert. Jeanette Klemmt behandelt zwar die Tiere, nebenbei werden aber auch Herrchen oder Frauchen ein paar wichtige Dinge mitgegeben. So, Sambo, komm jetzt rein, du Pflaume. Du bist viel zu spät. Was sagt man da, wenn man zu spät kommt? Es tut mir leid. Gemeinsam mit Sozialpädagogen soll den Menschen geholfen werden, schnell wieder in geregelte Bahnen zu kommen. Wünschenswert wäre natürlich, dass die Leute hier schnell aus ihrer Notsituation wieder rauskommen. Aber das klappt eben nicht bei allen. Für Sandro hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber er lebt noch. Ja, also er war ja auch eine Zeit lang mit Leuten unterwegs, die es inzwischen schon dahin gerafft hat. Nicht selten drängen auch Schicksalsschläge und unglückliche Fügungen Menschen an den Rand der Gesellschaft. Als der 35-jährige Gabriel sich vor 8 Jahren seinen Hund anschafft, ist er Chef seiner eigenen Firma. Heute schläft er in einer Notunterkunft und hat Schulden. Komm, dann war es die Firma weg, die Wohnung weg. Dann ist man so gewandert von Startup zu Startup, hat versucht, da irgendwie was zu machen. Es hat nicht geklappt und irgendwann konnte ich Pension und so nicht mehr bezahlen. Und dann
blieb dann nur noch die Straße. Jeanette Klemmt verabschiedet sich in den Feierabend, meist mit einem guten Gefühl. Also es bringt überhaupt nichts, auf jemanden einzutreten, der eh schon am Boden liegt. Ich kritisiere sie sehr häufig auch mit sehr deutlichen Worten, aber es ist nie so, dass sie bei mir rausgehen und das Gefühl haben müssen, überhaupt gar nichts wert zu sein. Sorgen macht der Tierärztin nur das Dogmobil, ein Dieselfahrzeug. In den vergangenen Monaten war es oft in der Werkstatt und muss vielleicht bald ausgetauscht werden. Das geht nur, wenn ausreichend Spenden eingehen, damit auch in Zukunft diese Sozial- und Herzensarbeit möglich ist.